Auf, auf. Komm auf, gleich haben wir es. Schon wieder der Kameramann. Gleich haben wir es. Über die Strecke der France Moors, Team Mesotte von Belgien. Er ist vorgestern gestürzt, der Two-Time-Team und Jean-Paul Walter. Peter Liefting, Mark Liefting. Dat mag geleidelijk. Ja, ik ben... Timo, je wordt gefilmd. De kleine eens kijken. Oder? Er ist ihm fast mal in den Rang gefahren. Acht, die nächste Dame, Silvia Schnuck. Nein, was steht da ergens? Michael Bommert und Matthias Baumann waren. Lange der Blick morgen. Ja, school, hè? Door onze grote sponsor Mesotte. Ik denk het wel, ja. Ik zal je met dat vrouwelijk schoon filmen. Ik zie links met de kerken. Helaas. 64 jaar, dat vond ze zoals niet aan het filmen. Ze is een grote chapeau voor Fons, ja. Vond ze zoals niet aan het filmen. Waar is goed? Waar ga je naar versmetten? Hey, Dirk, zeg. Kom hè. Santé. Kom het golf. Santé. Nog eenmaal een riesenapplaus voor deze drie hier vorne: Kevin van Hummel, Stefan Sam en Thomas Dietsch. Sind auch schon alle geduscht. Simplon und Multiman Marina. Also ich bin ja mal gespannt, ob wir in diesem Jahr eine Siegerehrung haben, wo die drei Teams kommen. Daphne van der Rand, Johan van der Veen, das Team Pro Cycling Team, ZZPR, herzlichen Glückwunsch.
mit 2:54:53 haben sie heute erneut als erste in der Mix-Kategorie die Ziellinie überfahren. Elisabeth Brandau, Lukas Kubis, das Team Highbike 1. Fuji Bikes Europe, Pro Cycling Team und das Team Highlight. Und wir kommen zur Vergabe des Leader-Trikots und da bitte ich... So, wenn man mal genau auf seine Gesichtsfarbe guckt, dann sieht man so langsam das Rot hochsteigen. Ja, und er ist der, er braucht die Kalorien einfach, das sieht man ihm an. So ein Holländer kann richtig trinken, ja? Wir machen weiter mit der Kategorie Master. Und die Sieger des heutigen Tages waren die Sieger der ersten, zweiten und dritten Etappe. Heute stehen sie selbstverständlich wieder oben. Herzlichen Glückwunsch, Platz 1, Sven Hinter, Uli Rottler, das Team Pedal Centurion. Gestern war es auf jeden Fall knapper. Team Canyon, Bier für Pierce und Team Pedal Centurion. Wir kommen zur letzten Kategorie des heutigen Tages, den Grand Master. Platz Nummer 3 geht in die Schweiz an das Team Crazy Velo Shop. Platz Nummer 1 Josef Löffer, Hans-Jürgen Ammann, Vortreiber. Herzlichen Glückwunsch! Und wir wollen selbstverständlich auch das Liga-Trikot überreichen. Unsere herzlichsten Glückwünsche. Schönes Bild, alle führen dann hier von der Herren-Einzelwertung bis hin zu dem Grand Master. Schon nach Kurgarten um 10.15 Uhr, 111,5 Kilometer, die längste Etappe mit 1910 Höhenmetern. Ja, ist nicht super schwer, aber einfach schon durch die Distanz wird es hinten raus richtig wehtun.